Moin YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute habe ich was ganz Besonderes vor, denn ich habe mir Adventskalender von YouTubern bestellt und wir bewerten die heute. Wir brechen die Regeln, wir machen nicht nur eins auf. Ich weiß, heute ist der 10., wir machen alle 24 auf. Und dann schauen wir mal, ob die cool sind, ob die was wert sind oder ob die einfach nur Schrott sind. Ich habe diesmal wirklich komplett unterschiedliche Bubbles schon wieder. Ich habe von iCrimex über Sallys Welt, Tanja, der Freundin von Julienko und Sarah Harrison Adventskalender. Also wirklich sehr random. Und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht groß weiter rum und schauen uns den ersten Adventskalender an. Dem von Tanja Makaritsch, der neuen Freundin von Julienko. Es muss auch super sein, immer so vorgestellt zu werden, die neue Freundin von. Und bevor ich den unboxe, ist mir eine Sache aufgefallen beim Bestellen, beziehungsweise eher als die Pakete angekommen sind. Und zwar war der Adventskalender in dieser Box. Merkt euch das mal kurz. Der Adventskalender von Sarah Harrison war in dieser Box. Also ist jetzt erstmal gar nichts Schlimmes, heißt einfach nur, die zwei haben denselben Hersteller. Schauen wir mal, ob die zwei dann irgendwas Ähnliches haben. Also optisch finde ich den Adventskalender okay. Also ich finde den weder besonders persönlich noch irgendwie hässlich. Besonders weihnachtlich finde ich ihn jetzt nicht mit diesem Rosa und so. Aber schauen wir mal. Ich liebe das. Ich liebe Adventskalender. Und ich liebe Adventskalender-Regeln zu brechen. Schreibt mir mal in die Kommentare, macht ihr wirklich immer nur eins am Tag auf, wenn ihr einen Adventskalender habt? Oder macht ihr einfach alle rauf? Weil ich bin da leider nicht sehr standhaft. Und wenn ich dann random einen Schokoladen-Adventskalender habe und ich habe Lust auf Schokolade, dann mache ich auch am zweiten Mal die 24 auf. Das passiert dann auch einfach mal. Okay, die Nummer 1, die ist auch schön hier oben. May the miracle of Christmas fill your heart with joy. Aber, okay, bin mal gespannt, was auf den anderen so draufsteht, weil da hätte man auch irgendwie was Persönliches reinschreiben können. Das ist eine sehr große Box für einen sehr kleinen Inhalt. Sieht man das? Was haben wir denn hier drin aber? Hyaluron-Augencreme. Okay, also sind da auf jeden Fall Beauty-Sachen auch mit drin. Ja, passt jetzt, glaube ich, gar nicht so schlecht zu Tanja. Ich finde es irgendwie schade, dass hier so eine Klischee Live, Love, Love-Nachricht draufsteht. Also da könnte doch wenigstens irgendwie was Persönliches draufstehen. Aber vielleicht kommt das ja noch. Machen wir direkt weiter mit dem zweiten. Ein Rose Sugar Lip Scrub. Was ist denn ein Lip Scrub? Ich benutze den einfach mal. Es ist Winter, da werden die Lippen trocken. Das sei jetzt an sich gar nicht so schlecht. Aber wieso sind denn dann da so Stückchen drin? Das verstehe ich nicht. Schmeckt lecker. Aber ich glaube, dafür ist es nicht gedacht. Also ich verstehe nicht, warum da so Stückchen drin sind, aber den finde ich auf jeden Fall nicht schlecht. Bin gespannt, ob da noch andere Sachen drin sind oder jetzt nur so Beauty-Produkte. Als nächstes haben wir ein Ingwer-Shot. Das ist random. Wisst ihr, wie sich das ein bisschen anfühlt bisher? Aber vielleicht ist es auch einfach zu früh. Es fühlt sich gerade ein bisschen an, als würde man so durch DM gehen und würde bei allem, was so klein ist und in so einem Adventskalender reinpasst, sagen, ja, oder so wichteln in der Schule früher mit so Preislimit. Ich werde den jetzt trotzdem nehmen, weil ich jetzt schon das Gefühl habe, ich bin ein bisschen am Kränkeln. Deswegen passt es doch gar nicht so schlecht. Ja, ist halt ein Ingwer-Shot, ne? Okay, machen wir mal weiter mit der 4. Oh, das könnte ganz cool sein. Blush und Highlighter. Hier ist die 5. Es ist schwer. Ich hoffe, es ist eine Kerze. Eine Kerze fände ich cool. Bitte eine Kerze. Es ist eine Kerze! Oh Mann, aber es ist voll die Billo-Kerze. Naja, es geht. Aber das ist genau das, was ich meine. Das fühlt sich an, als würde man so durch DM gehen. Als würde ich gerade euch so mein DM-Haul zeigen. Ach so, was vielleicht auch noch super wichtig zu sagen ist, der Adventskalender von Tanja hat 75 Euro gekostet. Angeblich Warenwert von über 300 Euro drin. Also finde ich schon sehr viel für den Adventskalender, bin ich ehrlich. Aber ich glaube, für einen YouTuber-Adventskalender mit so Sachen drin ist das noch ein okayer Preis. Nach 300 Euro wert fühlt es sich jetzt allerdings bisher noch nicht an. Aber das kann sich ja noch ändern. Deswegen würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit der 6. Wenn ich sie denn finde. Hier ist sie. Bruder, ich dachte gerade, ich wurde gerippt und da ist aber nichts drin. Sorry, aber das hätte auch wirklich, also das fühlt sich irgendwie scammy an. Purelei, was haben wir dann hier? Bitte keine Heilkristalle oder sowas. Oh, eine Kette. Oh, die ist aber süß. Nein. Ist es ein Fußkettchen? Ich glaube, es ist ein Fußkettchen. Das ist irgendwie sad, weil ich habe mich gerade voll gefreut über so eine Kette oder ein Armband vor allem. Und dann ist es, glaube ich, ein Fußkettchen. Okay, machen wir weiter mit der 7. Das ist schon wieder was gegen meine Augenringe. Möchte mir Tanja was sagen, dass es das zweite Produkt gegen Augenringe ist? Ich glaube, es ist ein goldener Kajal. Hm. Okay, das werde ich niemals verwenden. Aber naja, kann man ja mal haben, oder? Machen wir direkt weiter mit der 8. Eine Wimperntusche. Ja, da habe ich auf jeden Fall mit gerechnet noch. Ja. Aber es fühlt sich nie nach 300 Euro Warenwert an bisher. Ich weiß nicht. Das ist ein schweres. Eine Badekugel mit meinem Lieblings-Weihnachtsmotiv. Kleeblatt. Aber das gibt mir gerade schon wieder Wichteln 7. Klasse-Vibes. Okay, wir machen mal ein bisschen Tempo rein hier. Nummer 10. Ein Haselnuss-Schoko. Wo 300 Euro? Wo 300 Euro? 11.
eine Gesichtsmaske. Augenpads, möchtest du mir was sagen, Tanja? Aber also wirklich nach diesem Adventskalender, wer den hat, danach dürftest du gar keine Augenringe mehr haben. Das ist jetzt Halbzeit, heißt ab jetzt sollten wir ungefähr einen Warenwert von 150 Euro haben. Und ich sag euch, wie es ist, fühlt sich nicht so an. Aber vielleicht kommt ja die große Überraschung bei 24. Ein iPad! Imagine, das wäre krass. Okay, 13. Irgendein Serum. 14. Double Chocolate Riegel. Das ist einfach ein Schokoriegel, haben wir hier drin. Na gut, danke für den Schokoriegel. Wieso sage ich danke? Ich habe es selber ausgegeben. 75 Euro. 15. Aber es macht Spaß, das zu unboxen, bin ich ganz ehrlich. Einen matten Lippenstift. Hey, komm, den probieren wir auch mal aus. Und was sagt ihr? Bin ich am Glowen? Sehe ich jetzt aus wie ein Beauty-Influencer? Ich hoffe nicht. Nummer 16. Bodylotion für nach dem Rasieren. Ist jetzt nichts, was ich in meinem Leben unbedingt gebraucht habe und vermisst habe, aber gut. Und ja, noch ein Schokoriegel, genau das wollte ich! Ich habe auch gelesen, dass das einfach viele Sachen sind, mit denen sie gepartnert ist. Deswegen macht es auch vielleicht Sinn, dass es so teilweise ein bisschen random ist. Oder, Tanja, bist du wirklich, du bist gepartnert mit DM? Ich schwöre, so sieht ein DM-Einkauf bei mir aus. Es ist schon wieder irgendeine Maske. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Ich habe das jetzt auch gerade alles hier vor mir liegen. Es ist so ein Haufen random irgendwie. Die Sachen sind nicht gebrandet, da sind keine Nachrichten von Tanja dabei. Irgendwie unpersönlicher Adventskalender. Bin ich da einfach zu verwöhnt. Meine Mama hat mir früher selber Adventskalender gemacht. Shoutouts an meine Mama. Hier haben wir noch einen Bee-Wax, also Bienenwachs-Lip-Balsam. Das finde ich ganz cool. Beschwere ich mich jetzt mal nicht. Jetzt die Nummer 20. Die ist ganz fett und da steht Tanja in Schnörkelschrift schön drauf. Dementsprechend hoffe ich, dass was Geiles drin ist. Und es ist ein Getränkepulver mit Süßungsmittel. Das sind so Sticks, die man in Wasser machen kann. Ja, es fühlt sich wirklich an, als sind das einfach so Sachen, wo Tanja so war. Ich mache einen Adventskalender, wollt ihr ein bisschen was sponsoren? Und dann halt so jeder Partner von ihr so ein Produkt reingeworfen. Und dann haben wir hier noch ein Aromatherapie-Spray. Was? Wo vorne drauf steht, I want you naked. Da gehören immer zwei dazu, Tanja, und ich möchte das nicht. Okay, es ist einfach ein Geruch, was ich auf meine Yogamatte machen kann und was mir generell positivere Energie gibt. Na gut. Okay, entweder ich bin am Trippen. Kennt ihr diese Creme? Die heißt, glaube ich, das ist Veleda oder diese Babycreme. Wenn ich das hier rieche, riecht es für mich nach neugeborenem Windelbaby. Das mag ich nicht. Ich mag es nicht. Finde ich nicht gut. Die letzten drei. Ein Body Booster, also auch wieder eine Creme anscheinend. Ein Duschgel. Das erinnert mich unnormal, jetzt muss ich ganz kurz googeln, an so eine Marke, die früher, so 2013, als ich zur Schule gegangen bin, unfassbar beliebt war. Aber ich glaube, das ist nicht die. Ah, doch, es ist dieselbe Marke. Es war so beliebt damals. Ich habe fast voll vergessen, dass das existiert. Das riecht auch ein bisschen ähnlich. Da ist auf jeden Fall auch diese Limette drin. Das finde ich aber ganz cool und ist auch eine süße kleine Reisegröße. Boah, das hat mir gerade richtig Flashbacks gegeben an meine Schulzeit. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, ob das so ein Aschaffenburg-Ding war oder ob dieses Duschgel in diesem großen Grün bei euch auch so unendlich beliebt war. Ich schwöre, jeder bei uns hatte das. Das war so beliebt. Und jetzt das Letzte und da bin ich schon sehr gespannt drauf, denn wie ihr seht, es ist wieder ein kleines Ding in einer sehr großen Verpackung und oh, wir haben einen Spruch von Tanja bekommen. Ich wünsche dir ein wundervolles Weihnachtsfest, Spaß, gutes Essen und eine großartige Zeit mit den Menschen, die dir wichtig sind. Frohe Weihnachten, deine Tanja. Das ist was ganz Persönliches an ihre Fans. Deswegen haben wir auch in der 24 was ganz Besonderes und zwar einen Liquid Eyeliner. Bisschen enttäuscht gerade, dass hier keine Heilsteine drin waren. Also, das ist der Adventskalender-Inhalt. Ich sag euch ganz, ganz, ganz massivst ehrlich, es fühlt sich absolut geisteskrank nicht an wie 300 Euro Warenwert. Also, wenn ich das hier bei DM einkaufen würde und dann sagt die Frau mir in der Kasse vorne, 300 Euro bitte, wäre ich so, nein. Nein, nein. Fühlt sich an wie 75 Euro. Also auch wenn dieser Blush Drop jetzt mir nicht mehr wert wäre als 2,50 Euro, ist es sehr gut möglich, dass der 7 oder 15 Euro im DM oder wo auch immer kostet. Also ich denke mal, ich glaube das, dass du auf diesen Wert kommst. Aber es fühlt sich wirklich eher an wie ich sortiere mein Zimmer aus und schenke Weihnachtsgeschenk an meine kleine Schwester und das ist das, was ich so gefunden habe. Bewertung 1 bis 5. Ich würde eigentlich schon sagen, dass ich schon so ein bisschen jetzt von den Inhalten her Tanjas Zielgruppe wäre, weil ich mag Make-up an sich schon. Ich mag auch übelst gern so Badezeugs und so Gesichtsmasken, mag ich auch alles gerne. Aber auch, dass das alles von so unterschiedlichen Masken ist und nicht gebrandet und irgendwie so, also geisteskrank unpersönlich. Also dieser Adventskalender hätte auch so 1:1 von Bibi, Dagi, den hätte ich nicht zuordnen können zu irgendeiner Person. Deswegen für 75 Euro. Es ist kein Komplettreinfall, weil es sind ein paar Sachen dabei, die mir gefallen. Ich gebe dem Ganzen eine 2 von 5. Ich weiß nicht. Ich glaube, als großer Tanja-Fan wäre ich, glaube ich, ein bisschen enttäuscht. Und auch als Nicht-Tanja-Fan.
bin ich ein bisschen enttäuscht. Gut, würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten. So, machen wir jetzt hier einen riesigen Sprung. Und zwar gehen wir zu iCrimex. iCrimex macht so Gaming-Videos und hat auch eine jüngere Zielgruppe. Dementsprechend bin ich sehr gespannt, was dieser Adventskalender hier drin hat. Erstmal haben wir eine Autogrammkarte bekommen. Ich bin mir relativ sicher, dass die sogar... Ich glaube, er hat es wirklich drauf unterschrieben, ja. Das finde ich ja sehr cool. Ich weiß, wie viel Aufwand das ist, so viele Autogrammkarten zu unterschreiben. Wir bringen ja diesen Merch hier raus. Also, wenn ihr das Video seht, kam unser Merch gestern raus. Und dafür habe ich auch 6000 Autogrammkarten unterschrieben. Und das hat auch so 10 Stunden gedauert. Deswegen finde ich das immer cool, wenn das Leute machen, weil ich weiß, das ist ein Aufwand, aber da freut man sich einfach auch drüber. Ich bin jetzt kein iCrimex-Fan, finde es trotzdem cool, dass die mitgeliefert wurde. Und ich muss auch sagen, ich finde den Adventskalender von außen sehr süß gemacht. Es ist so ein Artstyle-mäßiges Ding drin. Also wir haben halt hier seinen Fortnite-Lama. Ich glaube, das ist auch sein Auto, so ein Controller, sein Skin-mäßig. Also finde ich auf jeden Fall ganz süß. Das ist auch der mit Abstand günstigste Adventskalender von den vier. Der hat nämlich 26,99 € gekostet. Also auf jeden Fall sehr solid. Dann machen wir das erste hier auf. Und drin ist Lego-artige Steine. Denn der iCrimex Adventskalender, jetzt kommt es nämlich zu euch, hat quasi so eine Art Lego-Set hinten. Man sieht auch hinten drauf, was da gebaut wurde. Das ist quasi das. Finde ich eine sehr, sehr, sehr coole Idee. Also ist auf jeden Fall was anderes. Nein, exklusive Videobotschaft von iCrimex. Dir und deiner Familie wünsche ich jetzt natürlich erstmal eine schöne Weihnachtszeit. iCrimex. Und zwar, Leute, wenn du mich jetzt hier siehst, dann warten natürlich einige Überraschungen auf dich. Aha. Natürlich gibt es noch ein komplettes Extra-Video nur für die Leute mit dem Adventskalender. Geil. Wenn das komplette iCrimex Customs aufgebaut ist auf der Spieleplatte. Das ist genau das, was ich bei Tanja vermisst habe. Ich bin überhaupt nicht die Zielgruppe dafür. Überhaupt nicht. Aber das ist genau das, was ich meinte, von wegen, da steckt halt Liebe drin. Er hat QR-Codes drin, wo du am Ende irgendeine AR-Figur drauf machen kannst. Es gibt eine Videobotschaft, ein Custom Design drauf und es kostet dann auch nur 26 €. Also ich glaube, für seine Zielgruppe, sehr guter Adventskalender. Also kann ich euch jetzt schon sagen. Ich meine, da sind jetzt keine großen Überraschungen drin. In der 2 sind dann die nächsten quasi und dann baut man sich das halt so zusammen. Aber ist eigentlich ganz süß. Dann kann man sich theoretisch jeden Tag so ein bisschen mehr davon zusammenbauen und am Ende der 24 hat man es dann erbaut. Wieso mache ich es eigentlich gerade so aufwendig und suche die Zahlen? Ich mache doch eh alles auf. Dann kann ich doch auch einfach hier rein. Ist ja voll dumm. Oh nein, ich habe den QR-Code kaputt gemacht. Geht es noch? Ich habe jetzt den QR-Code bei der 24 gescannt und ich finde es wirklich sehr süß. Also ich will es jetzt nicht komplett spoilern, aber er hat da nochmal ein extra exklusives Video reingepackt. Finde ich sehr cool. Das ist eine super süße Sache, die jetzt nicht riesigen Aufwand ist, aber nochmal ein Dankeschön gibt an die Leute, die diesen Adventskalender gekauft haben. Sehr süß. Die Anleitung gefällt mir nicht so gut. Also auch das hier zum Beispiel, dieses Piece ist hier gar nicht so, das ist das, dieses krasse Piece, dieses Frontgate-mäßig. Und das ist hier unten in der Anleitung halt gar nicht drauf. Das ist da einfach nur als weißes, großes Piece eingezeichnet. So, ich kann es mir jetzt denken, weil ich unfassbar intelligent bin und wie ein Detektiv halt sehe, dass ich nicht mehr Teilchen habe. Also es muss halt das sein. Aber das würde mich, glaube ich, verwirren. Aber dafür, dass es obviously kein echtes Lego ist, weil das dürfte er ja nicht, ob er es die ganze Zeit Klemmbausteine nennen musste oder irgendwie sowas. dafür passt es aber alles auch sehr gut. Also es fühlt sich auf jeden Fall ziemlich hochwertig an. Ein richtiger Fan vom iCrimex Adventskalender. Heimlich schaue ich mir dann noch alleine das 22 Minuten Gameplay-Video an. Okay, ich habe ihn fertig gebaut auf jeden Fall. Keine Ahnung, wo die jetzt hätten hin sollen. Aber normalerweise setzt man dann wohl jeden Tag einen Stein und dann kriegt man halt am Ende das hierbei raus. Also zusammenfassend bin ich die Zielgruppe dafür. Ich finde ihn aber sehr durchdacht. Ich finde es cool, dass es am Ende noch so eine extra Überraschung gibt. Ich finde es eine süße Idee, die auf jeden Fall noch nicht jeder gemacht hat mit so Lego-Bausteinen. 26 € ist, finde ich, auch ein sehr fairer Preis für was, was so durchdacht, so custom-made ist und noch mit Videobotschaft und so durchdacht, schön gebrandet. Ich habe jetzt sehr oft gesagt, dass es durchdacht ist, aber ich finde es wirklich cute. Deswegen kriegt der iCrimex Adventskalender von mir tatsächlich eine 5 von 5. Nein, eine 4,5/5. Ich nehme es zurück, weil ich die Anleitung einen Ticken verwirrend fand. Das ist jetzt auch meckern auf hohem Niveau, weil das hier unten auf der Anleitung nicht angezeigt ist, wo welches bunte Teil hin soll. Ich meine, man sieht es dann im Endeffekt hier oben, aber eigentlich ist auch nicht so ein großer Minuspunkt. Ich bleibe doch bei meinen 5 von 5. Ich finde es cool. Das ist jetzt meckern, nur weil ich was suchen will. Ich finde es echt gut gemacht. So, jetzt gehen wir zum nächsten Adventskalender, den, auf den ich mich mit am meisten freue. Das war der teuerste Adventskalender, den ich je besitze. Und er ist unendlich schwer. Also das ist das Paket von Sallys Welt. Das hat
8 Kilogramm. Es ist sauschwer. Deswegen bin ich sehr gespannt, was drin ist. 229 Euro. Da muss ich jetzt aber sagen an der Stelle, liebe Freunde. Ich habe das gesehen, ich wollte den haben. Und ich dachte, ich spüre mein Influencer-Privileg und schreibe einfach mal Sallys Welt auf Instagram. Dachte, bringt eh nichts. Sally hat 1 Million Follower auf Instagram. Meine Nachricht wird die so oder so nicht sehen. Dachte ich, Sallys Welt hat mir am selben Tag geantwortet und gesagt, dass sie mir gerne einen Adventskalender zuschickt. Sie hat ihn auch wirklich sehr pünktlich direkt zu mir geschickt. Das ist auch sehr YouTuber-untypisch. Sallys Welt gilt jetzt nicht mehr als YouTuberin. Sie ist zu pünktlich und zu zuverlässig. Dementsprechend versuche ich natürlich trotzdem uneinvorgenommen an dieses Video zu gehen. Aber danke, Sally, dass ich den mir nicht selber kaufen musste. Fangen wir direkt an und hoffen, dass Sallys Kalender nicht enttäuscht. Also steht hier unten Start. Hä? Das verstehe ich gerade nicht. Oh, was? Oh mein Gott, es ist zu jedem so ein Brief mit drin. Viel Freude beim Lesen ihrer Unterschriften, dann sind es hier einfach zu jedem ein Brief mit dabei. Na gut, dann machen wir mal kurz den ersten Brief auf. Eine Rechnung. Steuererklärung. Sallys Adventskalender, wo sie uns allen ihre offenen Rechnungen schickt. Oh nein, hier ist... Es ist ein Rezept für Schokoladen-Guggelhupf. Das klingt so seltsam. Viel Spaß damit und back dich glücklich. Crazy, okay. Dann schauen wir mal, was mal in der 1 drin ist. Wahrscheinlich ist jetzt hier wirklich... Sind hier wahrscheinlich 24 Rezepte drin, die man machen kann? Wow, Antonia, du bist Sherlock. So gut kombiniert. Nee, aber süß. Also bin ich sehr gespannt. Die 1 ist direkt huge. So fängt man doch mal einen Adventskalender an. Also wir müssen immer im Hinterkopf behalten, Leute, 229 Euro, ne? Wow, what? Ich krieg die gesamte Kuchenform, um meinen Guggelhupf zu machen? Ja, das ist ziemlich cool. Sieht auch Baba aus. Und ist halt genau der für das Rezept, was sie mitgeschickt hat. Wisst ihr, wie ich das nenne, liebe Freunde? Ihr habt recht, durchdacht. Machen wir direkt weiter mit der 2. Sally, halbe Bibel, wer liest? Also nicht ich. Dafür bin ich zu sehr TikTok-Generation. Aufmerksamkeitsspanne existiert nicht. Man kriegt hier auch, so wie ich das sehe, überall einen Rabattcode immer zu Sallys Shop. Also in jedem dieser Dinger ist irgendwo ein Rabattcode drin. Sehr, sehr schlau. Oh, Puderzucker und Sallys Puderzuckerstreuer? Ich mag es. Ich mag es auch, dass sie mir einen Puderzucker mitgeschickt hat. Und das auch wieder hier. Metall fühlt sich sehr wertig an. Achso, oh, der Brief. Das ist wie, wenn man Geschenke zu Weihnachten bekommt. Ah, die Weihnachtskarte. Ach, da war Geld drin, Oma. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Lass mich gerne erst deinen Brief lesen. Wow, ist ja ein langer Text. Freut mich, ja, Sekunde. So wie ich das höre, ist da eine Tasse drin, weil hier geht es direkt morgens drum, wie Sally schreibt, dass sie ihren Morgen beginnt mit dem ersten Happy-Moment. Nachdem sie Kinder und Katzen versorgt hat. Sie ist echt so eine Mami, ne? Und dann gibt es hier auch wieder einen Rabattcode mit dabei. Das ist so schlau gemacht. Ich pack's nicht. Welche Farbe gefällt dir am besten? Schreibe gerne deine Lieblingsfarbe der Bellymark unter dem heutigen Posting auf Instagram, um am Gewinnspiel für weitere Bellymarks teilzunehmen. Sie verbindet es einfach mit so Gewinnspielen und Shit. Das ist so schlau. Ja, ich habe den in Braun bekommen. Ich mache es jetzt einfach ohne die Briefe, weil die Briefe sind alle relativ ähnlich und es sind sehr lange Texte, deswegen kann ich es euch sehr schwer vorlesen. Eine Schokoladen-Selbermachform, aber voll fancy mit so Dreiecken und Shit. Ich muss sagen, Sally hat es sehr schlau gemacht, indem sie mit diesem Ding hier gestartet hat, weil die kosten schon immer irgendwie 30, 40 Euro oder so, was direkt einem das Gefühl gibt, dass man hier High-Quality-Shit bekommt. Selbst wenn dann mal einen Tag irgendwas drin ist, was wahrscheinlich nur so 10 Euro oder so kostet, hat man trotzdem, das hat man direkt das Gefühl, das ist was wert. Und so wie ich das sehe, ist das nämlich alles aus ihrem Shop. Heißt, da haben wir auf jeden Fall das, was ich bei Tanja krank vermisst habe, dass die Produkte irgendwie gebrandet sind und irgendwie was mit der Person zu tun haben. Auch hier bei dem Adventskalender muss ich sagen, dass ich ja jetzt nicht die konkreteste Zielgruppe hier bin. Wahrscheinlich auch irgendwie Mütter oder Leute, die gerne backen oder so. Ich glaube, das sind dann auch Leute, die Lust haben und auch den Kopf frei haben, sich das alles durchzulesen. Weil ich bin ganz ehrlich, dass ich mir so einen Text 2 Seiten vorne und hinten durchlese, das habe ich das letzte Mal gemacht in der Schule. No joke. Jetzt haben wir hier einen Lippenpflegestift. Okay, das ist jetzt unerwartet. Sind wir kurz zurück zu Tanjas Adventskalender gesprungen. Von Saliha. Ist das auch eine Marke von ihr? Oder haben wir hier jetzt ein Partnerprodukt? Da lese ich mir doch nochmal den Brief durch. Ich habe noch nichts zur Optik des Adventskalenders gesagt. Ich finde ihn optisch sehr schön. Ich finde es schön, dass wir diese Grün-Blautöne haben, das finde ich weihnachtlich und ich finde es sehr persönlich gemacht, also finde ich gut. Es ist auch ihre Marke. Sally, du krasse Businessfrau. Was macht sie noch? Was macht sie nicht? Dann nehme ich es zurück. Machen wir weiter mit der 7. Oh, Vanilleextrakt. Jetzt werden die Sachen langsam ein bisschen kleiner. Man kann ja auch nicht jeden Tag eine Kuchenbackform haben. Nummer 8. XXL Muffinförmchen. Tulpenform. Oh, wowie. Oh, cool. Das finde ich auch süß. In der Nummer 6 haben wir Sallys Schürze aus weichem Jeans, Baumwollstoff. Große Tasche im Bauchbereich, auch ganz wichtig. Oha, sieht ja wirklich krass aus.
Das ist wirklich mit so Jeansstoff, aber so krassem. Oh ja, heftig. Ich würde es hier anziehen, aber ich trage Reefed-Merch und mit dem sehe ich natürlich deutlich krasser aus dementsprechend. Wenn wir schon beim Merch sind, ganz kurze Unterbrechung. Gestern am 9.12. kam mein Merch dieses Jahr wieder raus. Eins von den Sets hier trage ich auch gerade, inklusive der Kette. Wir haben noch ein komplett schwarzes Set. Wir haben ein weißes Special-Shirt, auf dem dieser Bär, den ich meistens im Hintergrund habe, wenn ich auf Madeira bin. Wir haben wieder Socken mit dabei, eine Beanie, alles Mögliche. Das Ganze ist 100% Baumwolle und produziert in Portugal. Ich habe euch in der Beschreibung auch nochmal ein Video verlinkt, wo ich mal in unserer Produktion war. Falls ihr euch das mal anschauen wollt, dass ihr wirklich auch seht, dass alles komplett fair produziert. Die Sachen sind limitiert, es wird keinen Restock geben. Heißt, wenn euch was gefällt, dann ist es jetzt Zeit, schnappt zu. Es steckt auf jeden Fall sehr, sehr viel Details in den Sachen, sehr viel Liebe. Deswegen, ja, es freut mich, wenn es euch gefällt. Nächste ist 10, das ist auch sehr schwer. Es ist eine Kerze! Nein, es ist nicht. Es ist ein Haselnussaufstrich. Sally macht auch Aufstriche? Ein crunchy Haselnussaufstrich. Schmeckt Baba. Also langsam muss hier mal was drin sein, was scheiße ist, sonst wird das so gekauft. Ich hasse es! Nein, was ist es denn überhaupt? Blue Light Protection Spray. Vor Blaulicht? Das leicht kühlende Spray sorgt nach der Reinigung oder zwischendurch für einen frischen Glow. Verringert die Auswirkung von Blue Light. Wenn ich euch was sage, Freunde, dass meine Mom mir genau sowas hier kaufen würde. Antonia, du bist vom PC, du brauchst einen Blaulichtschutz. Aber das ist jetzt auch nicht ihre Marke. Annemarie Borlind. Das ist nicht Sallys Marke. Ich gucke jetzt nochmal im Zettel nach, aber das würde mich schon sehr wundern. Nein, aber hier ist ein Foto von ihr mit Annemarie. Okay, also es ist actually einfach nur ein Produkt von einer Bekannten, einer Freundin oder irgendwie, was sie empfehlen kann, was sie sehr gut findet. Und der 9 ist eine Zitrusseife. Riecht gut. Ich mache es extra nicht auf, weil es hat eine schöne Verpackung und deswegen bin ich am Überlegen, ob ich es weiter verschenke. So kam es auch dazu, dass wir unsere Gartenmarke Raspberry gegründet haben. Es ist auch ihre Marke. Das finde ich sehr cool. In meinem Adventskalender sind wirklich nur Sachen von ihrer Marke oder Sachen, wo irgendwie von Freunden sind oder sie wirklich gut empfehlen kann. Das fühlt sich nicht so an wie, hier ist eins meiner Partner-Marketing-Produkte, die ich kostenlos erwerben konnte. Dann ist hier eine Trennung Adventskalender drin und unter dieser Platte hier geht es dann weiter mit 12 bis 24. Ich kann den Adventskalender hier natürlich gerade auch ein bisschen abgelöst vom Geld bewerten, weil ich es nicht selber bezahlt habe. Muss man jetzt natürlich immer im Hinterkopf behalten, 230 Euro ist ein sehr happiger Preis für einen Adventskalender. Ich glaube nicht, dass sich das jeder einfach so kaufen oder leisten kann. Die Zielgruppe ist natürlich erwachsene Menschen eher, Mütter oder so. Aber auch da hat nicht jeder 230 Euro. Muss aber bisher sagen und schreibt mir gerne in den Kommentaren, ob ihr mir zustimmt oder nicht. Ich glaube, wenn ich mir den gekauft hätte, wäre ich bisher nicht enttäuscht. Nummer 12. Haben wir ein Küchenmesser in rosa. Es ist sehr scharf. Das finde ich sieht okay aus. Also es ist sehr scharf, die Klinge und so sieht gut aus, aber ich finde der Griff, ich meine es ist auch ein Brotmesser, aber der Griff fühlt sich jetzt nicht gigantisch wertig an. Seht ihr, was ich meine? Das ist halt einfach so ein Plastikgriff. Nummer 13, eine Backmischung, um Brot zu backen. Das ist cool. Auch selbstverständlich vegan, schreibt sie. Sowas mag ich sehr gerne, weil vor allem in der Weihnachtszeit hat man auch manchmal am Wochenende eigentlich ganz gut Zeit, sowas mal zu machen. Wenn man dann das idiotensicher bekommt, finde ich cool. 14, Christmas Time by Sally Tee. Ja, riecht sehr weihnachtlich. Ich probiere ihn. Habe jetzt eine passende Teetasse, ne? Hat jetzt 30 Minuten gezogen und finde ihn immer noch ein bisschen schwach. Vielleicht mit weniger Wasser. Vom Tee bin ich nicht ganz so begeistert. Okay, Nummer 15. Sehr schwer auch wieder. Ich glaube, das ist diesmal eine Kerze. Vanilla Forest. Ein Duft aus dem Silicon Valley. Wisst ihr wegen Sally? Ja, riecht ganz gut. Und die sieht tatsächlich schick aus. Ganz süß. Aber bei Kerzen freue ich mich auch meistens tatsächlich. Mit Kerzen kriegt man mich. Was haben wir in der Nummer 16? Ein Backformmesser. Einfaches Herauslösen aus Backform ohne Beschädigung. Okay. Ich würde sagen, das ist ein Produkt, wenn man wirklich viel backt, dann braucht man das. Eher eine Sache, die ich mir jetzt nicht unbedingt kaufe. Aber es sieht ganz cool aus. Da sind so zwei Klingen, damit man das so zwischen die Backform gehen kann und dann so wie machen kann. Ja gut. Nummer 17. Auch relativ schwer. Was haben wir hier? Chili-Olivenöl. Sieht auch fancy aus. Sieht aus wie so ein kleiner Potion-Trank aus einem Videospiel. Weiter geht's mit der Nummer 18. Ich habe fast das Gefühl, hier ist noch ein Messer drin. Und deswegen habe ich jedes Mal Angst, es so aufzumachen. Oh, es ist ein Backlöffel. Und auch ein süßer mit einem Herz. Oh, I like this. Ich mag. So, die Nummer 19. Da haben wir ein Gewürz Gartenkräutersalz bei Sally. Ja, riecht nach Gartenkräutersalz. Ist cool. Was ich bisher sehr positiv bei dem Adventskalender anmerken muss, ist, dass wirklich, es ist eine große Überraschung, was drin ist. Also auch was für ein Genre drin ist. An Sachen ist wirklich jeden Tag aufs Neue komplett neu. Keine Ahnung, was das ist. Oh, oh. Das ist
eine Metallklinge, aber ich kann die auch so biegen. Da brauche ich eine Erklärung zu. Putzen macht mich glücklich. Natürlich, Sally. Natürlich hast du dein komplettes Leben im Griff und selbst Putzen macht dir Spaß. Aber eigentlich same. Nicht ehrlich. Ich habe diese Geheimwaffe entwickelt, damit du eingebrannte Töpfe, Bleche, Pfannen, Backöfen, Serrankochfelder und glatte Oberflächen ganz ohne Chemie reinigen kannst. Ehrlich? Also ich glaube, ich würde das hinbekommen, in einem Topf damit Kratzspuren zu machen. Bin ich sehr gespannt. Werde ich ausprobieren. Okay, machen wir weiter mit der 21. Ein Handhygienespray. Ja, kann man jetzt nichts falsch mitmachen. Muss ich sagen, erinnert mich aber direkt an Covid und gibt mir direkt ein bisschen PTSD. Es riecht aber sehr gut. Das riecht nach Parfüm. Sally's Shop GmbH ist einfach auch von Sally's Shop. Anscheinend ist es sehr üblich in türkischen Haushalten, dass man so Handwasser benutzt, auch vorm Essen und so weiter. Also, dass da Hygiene sehr wichtig ist. Krass, es ist also auch ein Desinfektionsmittel. Es riecht gar nicht nach Desinfektion. Ich wollte es eigentlich gerade ein bisschen bashen, aber ich finde es doch gut. Ich nehme es zurück. Ich will ein bisschen meckern, aber irgendwie funktioniert das nicht so gut. Ich fühle mich gekauft. Es ist hier noch ein Küchentuch drin. Kann man immer gebrauchen. Je älter man wird, umso mehr freut man sich über genau solche Dinge. Es fühlt sich aber ein bisschen mikrofaserig an. Ich weiß nicht, ob das mich zu sehr triggert. Aber das ist, glaube ich, eine Sache. Das ist einfach ein Problem zwischen mir und Mikrofaser. Ich glaube, es triggert mich. Ich, 23. Hier ist einfach nur ein Gutscheincode drin, Sally. Oh, 30 Euro Warengutschein ab einem Warenkorbwert von 30 Euro. Weiß ich jetzt aber nicht, wie ich das finde bei der 23, weil das finde ich irgendwie ein bisschen unkreativ. Ich glaube, da hätte ich mich lieber überraschen lassen und hätte lieber einfach ein 30 Euro Produkt drin gehabt. Ich glaube, das hätte ich ein bisschen cooler gefunden. Es ist natürlich ein guter Trick, um nochmal Leute in den Shop zu bekommen. Hätte irgendwie lieber was in den Händen gehabt. Ich gebe euch aber trotzdem gerne den Code. There you go. Okay, dann sind wir jetzt beim letzten. Die ist auch nochmal sehr schwer und auch groß. Und es ist, ich weiß es noch nicht. Oh, eine Teekanne? Oh, wow. Okay, cool. Damn, und die ist übel schwer. Ich liebe Sally's Adventskalender. Ich liebe ihn. Mir egal, ob ich jetzt gekauft wirke oder nicht, ich liebe ihn. Das ist super cool. Okay, Fazit. Schreibt mir ehrlich gerne in die Kommentare, ob ich es einen Ticken zu cool finde, ob ich vielleicht einfach zu alt geworden bin mit meinen 23 jetzt und ein bisschen zu begeistert bin über Küchenprodukte. Die Sachen waren sehr krass unterschiedlich. Ich wusste in keinem Kästchen, was kommt im nächsten Kästchen. Und alles, was drin war, hat sich sehr hochwertig angefühlt. Und ich fand es sehr süß mit den Briefen, die da drin sind. Also es ist wirklich jeden Tag ein so einen Brief und teilweise halt sind die Texte halt auch wirklich über zwei Seiten. Also da hat sie sich wirklich Gedanken gemacht mit dem Kalender und es ist nicht einfach so, ja, so hingerotzt. Für mich durchdacht. Nee, ich find's cool. Kriegt für mich auch eine 5 von 5, also der zweite Adventskalender, der 5 von 5 hier absahnt. In zwei wirklich sehr unterschiedlichen Preissegmenten, also 27 Euro versus 230 Euro, aber beides finde ich sehr cool. Und ich würde auch sagen, dass bei Sally's Adventskalender der Preis passt zu den Inhalten, die drin ist. Auch so mit der Kuchenbackform und dieser großen Teekanne. Der Warenwert liegt hier, anscheinend steht hier bei 380 Euro. Man muss dazu sagen, das sind natürlich Sally's eigene Produkte. Heißt, basically muss sie die Sachen ja nicht kaufen, sondern nimmt die einfach aus ihrer Produktion. Heißt aber trotzdem, dass als großer Backfan, das glaube ich ein sehr cooler Adventskalender ist. Also das kriegt von mir, wie gesagt, ein 5 von 5, finde ich sehr cool. Und jetzt würde ich sagen, ich gehe ganz schnell zum letzten Adventskalender. Okay, der letzte ist von Sarah Harrison. Wie gesagt, von derselben Firma wie der von Tanja. War aber ein Ticken teurer, ich glaube 5 Euro teurer. Ja, der hat 84 Euro gekostet. Schauen wir mal, was drin ist, ob wir da genauso einen DM-Haul bekommen wie bei Tanja. Okay. Fällt mir direkt schon mal positiv auf. Ist in so kleinen Tütchen. Finde ich irgendwie süßer als diese random Kästchen. In der 1 haben wir ein Kopfband. Der DM-Haul geht weiter. Es ist die Marke von Sarah Harrison. Okay. Ist halt ein Kopfband. Fühlt sich ganz süß an. Ist alright. Ist auf jeden Fall, doch, finde ich ganz süß. Was ich ein bisschen schade finde, aber da bin ich jetzt auch verwöhnt von iCrimex und Sally. Ich finde es echt schön, wenn da so ein kleines, guckt, ob es hier drin ist, so ein kleiner Anfangstext ist. Einfach nur so, willkommen zum Adventskalender. Das ist das, was ich mir dabei gedacht habe. Das macht irgendwie, finde ich, super viel aus. Hätte ich mir irgendwie gewünscht. Und in der 2 haben wir ein Porridge drin. Also das ist anscheinend ein Partner von ihr, der da jetzt mit drin ist. Ja, ist alright. Ich glaube, ich kann jetzt endlich so ein bisschen greifen, warum ich es ein bisschen störend finde, wenn man ausschließlich Partnerprodukte oder so in so einem Adventskalender hat. Und zwar
kriegt man die meistens ja dann kostenlos zur Verfügung gestellt, weil das ist ja auch gewissermaßen Werbung. Du verteilst quasi Testpakete. Dadurch kostet es den Influencer natürlich umso weniger, wo ich mich dann aber immer frage, warum dann aber für 80 Euro verkaufen, wenn das sowieso ein krass gesponsorter Adventskalender ist. Wisst ihr? Es ist irgendwie ein bisschen weirder Touch, aber ich weiß auch nicht, ob sie dafür vielleicht doch Geld ausgegeben hat, ob sie dann vielleicht einfach Rabatt bekommen hat oder so. Ich kann mir einfach nur vorstellen, mit der Reichweite und allem drum und dran, wenn ich jetzt meine Partner fragen würde, ey, JBL, bekomme ich, da müsste halt irgendwas geben, was irgendwie 3 Euro wert ist oder so, bekomme ich da mal 500 Stück für Adventskalender, würden die wahrscheinlich sagen, ja. Naja. Machen wir mal weiter. Da haben wir auch von Tagaro einen Lipstick. Genau dieselbe Marke, die auch bei Tanja drin war. Das war wahrscheinlich dann einfach Produkte, die man so vorgeschlagen bekommen hat vom Hersteller. Jetzt nicht sonderlich super persönlich. In der 4 haben wir eine Gesichtsmaske von Rosenthal. Dieselbe Marke, die auch bei Tanja drin war. Liegt wahrscheinlich dran, dass das einfach von Sarah und Tanja die Lieblingsmarke ist. Und es ist einfach eine von Herzen kommende Empfehlung. Nummer 5 haben wir Zimtmandeln in Vollmilchschokolade. Ich mag keinen Zimt, deswegen werde ich hier jetzt nicht probieren. Ja. Ist mal was Neues. Bitte, was wir noch nicht hatten. Es ist ein Nahrungsergänzungsmittel, meine Haare besser machen soll. Es fühlt sich halt gerade wieder so ein wenig an wie DM-Haul. Und ich möchte das eigentlich nicht, weil 84 Euro ist ein bisschen zu viel für ein DM-Haul. Nummer 7. I Want You Naked. Das ist ja was ganz Neues. Davon habe ich noch nie gehört. Ja, es ist halt wieder dieselbe Marke wie bei Tanja. Aber Sarah Harrison, du hast doch eine Marke. Warum machst du denn nicht von da mal mehr rein? Du hast eine Bodywash, du hast Make-up-Remover-Pads, du hast Brushes, du hast ganz viel Creme. Vielleicht kommt es noch, aber wir sind jetzt halt schon bei der 10 und da war jetzt bisher erst ein einziges Produkt von ihr drin und sonst haben wir halt wieder nur DM-Haul bekommen. Das ist ein bisschen schwerer. Es ist halt irgendein Shampoo von DM. Das check ich nicht. In der 9 haben wir Just Spices 7 Kräuter Dressing Mix. Ja, das werde ich auf jeden Fall probieren. Das finde ich jetzt nicht schlecht. Aber ich finde es irgendwie so krank random. Als nächstes könnte legit drin sein, alles von einer Packung Kaugummis bis Zahnseide. Sarahs Adventskalender, Tanjas Adventskalender. Es fühlt sich so persönlich an, Leute. Ich pack's nicht. Nummer 12. Krass, einen Riegel. Ich habe gerade richtiges Déjà-vu. Falls ihr sehen wollt, wie der Adventskalender weitergeht, könnt ihr auch einfach am Anfang des Videos wieder spulen. Da mache ich genau dasselbe nochmal. Nummer 13. Da wird doch was Besonderes drin sein. Eine Badebombe. Krass. Okay, Nummer 14 haben wir einen Vitaminshot. Ich weiß irgendwie gar nicht, woher es mir so bekannt vorkommt. Ihr wisst, wie viel mir diese Zeit bedeutet und ich habe mir dieses Jahr für die Auswahl sehr viel Zeit genommen. Alle Produkte sind von mir mit viel Liebe und Sorgfalt ausgewählt. Selbes gilt übrigens auch bei Tanja. Alle Produkte sind von Tanja mit viel Liebe und Sorgfalt ausgewählt. In der 8 ist auch ein Riegel, selbe Marke, die wir auch bei Tanja schon kennen, ist mit Apfelstrudel, ja, ist halt ein Riegel. Machen wir weiter mit der 15, Hyaluron Beauty Shot Ampullen, also auch wohl was, was wieder die Haut glättet, kenne ich nicht, ja, 16, keine Ahnung, was das ist, Fruchtgummi mit Johannisbeergeschmack. Das mag ich, die sind lecker. Nummer 17, die ist ein bisschen schwerer, was haben wir hier drin? Guck mal, was von ihrer eigenen Marke. Nice, ein Calming Face Toner, also auch was für die Haut. Warum ist das aber erst in Tütchen 17 drin auch? Die Nummer 18, da haben wir wieder einen Lippenstift drin. Ich glaube, es ist sogar exakt derselbe wie bei Tanja. Erdnuss und Pumpkin karamellisiert von Nusswaren. Auch immer eine neue Marke, nussig. Passt auf jeden Fall ganz gut zu Weihnachten, Erdnuss. Nummer 20. Kenne ich schon, hatten wir schon exakt dieselbe Rosenthal-Maske, die wir jetzt schon dreimal hatten. Die 21. Was ist es? Ist es ein Riegel, ein Lippenstift oder eine Hyaluron-Maske? Es ist der genau selbe Haselnut-Kakao-Riegel wie auch bei Tanja. Hier ist ein kleiner Pinsel. Was ich aber nicht verstehe, Sarah Harrison hat doch selber Pinsel in ihrem Shop. Warum ist hier von der Fremdmarke ein Pinsel drin? 23. Also, ja, es fühlt sich einfach an wie ein DM-Haul. Es fühlt sich nicht an, als wenn die Produkte besonders sorgfältig, krass sorgfältig ausgewählt worden. Ich finde es schade, dass keine Begrüßungsnachricht ist. Ich finde es schade, dass nirgendwo auch nur einmal irgendwie steht, frohe Weihnachten oder irgendwas. Es ist irgendwie so einfach. Oh, guck mal, hier habe ich nochmal ein Fußkettchen wahrscheinlich. Ist es ein Fußkettchen? Würde mich ja sehr freuen. Nee, es sind Ohrringe.
so Ohrringe mit drin. Auch von derselben Marke. Also um es zusammenzufassen, auch bei Sarah Harrisons Adventskalender bekomme ich nicht das Gefühl, als wäre das wirklich sonderlich nah mit ihr verbunden, als wäre das irgendwas, wo sie wirklich groß Wert drauf legt oder Produkte, die sie geschweige denn alle überhaupt schon mal getestet hat. Ich fand es süß, dass das in so kleinen Tütchen war, aber ich bin ganz ehrlich, die zwei Adventskalender haben sich eher angefühlt wie wir sind Influencer und verdienen halt jetzt damit Geld. Bei Sally und iCrimex war es halt eher so ein Ding von wir machen uns Gedanken, was gefällt meiner Community, was passt, was ist ein fairer Preis und wie kann ich es cool verkaufen. Und das war zumindest so das Feeling, was ich beim Unboxen bekommen habe. Wenn ihr ganz anderer Meinung seid und sagt, boah Antonia, du warst voll blind, das war der gute Adventskalender und das war kein guter, schreibt es mir super gerne in die Kommentare. Ich lese mir momentan wirklich alle Kommentare zu den neuen Videos immer durch, weil ich super gespannt immer bin, was ihr so sagt. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und auch über einen Kommentar. Denkt dran, den Merch-Shop auszuchecken, reef.shop und auch in der Beschreibung ganz oben verlinkt. Guckt, ob euch was gefällt, gönnt euch was zu Weihnachten, das würde mich auch sehr supporten und freuen. Ansonsten sehen wir uns nächsten Sonntag wieder bei einem ganz spannenden Video. Da habe ich nämlich mit Dilara zusammen gebacken, aber mit einem kleinen Twist. Um es wegzunehmen, es wird ein komplett Chaos. Die Küche sah ähnlich aus wie beim Kochen mit Hugo. Also abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr es nicht verpassen wollt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, Leute. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und Prost! Bis dann.